21 Millionen Rentner sollen bestraft werden. Die Ampel will und muss Geld sparen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich bekomme das ja nun jeden Tag mit, was hier in Deutschland an politischer Diskussion ist. Die FDP will an den Sozialhaushalt ran, die Ampel muss Geld sparen und will Geld sparen, aber auf den Kosten, auf Rücken von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Ja, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner und die Ampel will die Renten kürzen, die Zuschüsse zum Beispiel für die Rente werden gekürzt und da will man an, bei dem sogenannten großen Haushaltsloch sparen und deswegen werden jetzt die Rentner sozusagen bestraft und die katastrophalen Pläne der Ampelregierung, man kann es ja nicht anders sagen, gehen voll zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner. Wir haben in Deutschland Rekordsteuereinnahmen und trotzdem reicht das Geld hinten und vorne nicht aus. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Geld bleibt ja, also die Steuereinnahmen, das Geld, was wir haben, das, was wir verteilen, das bleibt ja leider nicht in Deutschland, sondern es geht ja überall hin in diese Welt. Ja? Das heißt also, wir finanzieren zum Beispiel den Ukraine-Krieg massiv mit, wir machen in Peru irgendwelche Fahrradwege, wir laden sozusagen aufgrund unserer gesetzlichen Möglichkeiten alle Leute ein, dass sie nach Deutschland kommen und hier entsprechend auch im Bürgergeldsystem da sein können und im Grunde genommen ist es so, dass die Ampelregierung letzten Endes hier komplett versagt hat, aber auch die Vorgängerregierung, die Regierung der Frau Merkel hat hier ganz, ganz schlimme Dinge angerichtet, die dazu führen, dass wir jetzt hier in Deutschland Riesenprobleme haben. Und es ist ja schlicht und ergreifend so, dass der Steuerzahler und der Steuer oder die Steuerzahlerin hier auch letzten Endes betrogen wird. Und glauben Sie mir bitte eins, 8,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner zahlen in Deutschland Steuern. Die zahlen Steuern. Wo ist das ganze Geld hin? Über 100 Milliarden Euro zahlen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland an Steuern. Das heißt also, dieser Betrag ist genau der Betrag, der als Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung geht. Und jetzt wird schon wieder gespart. Das kann doch alles wohl nicht wahr sein. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, für mich ist das nichts anderes als das komplette Versagen, die komplette Inkompetenz der Politik, der Ampelregierung. Die denken nicht an die eigene Bevölkerung, sondern die denken wirklich immer nur an alle anderen, aber nicht an die eigene Bevölkerung. Und jetzt will man allen Ernstes wirklich hier die Renten kürzen und damit ein Riesensteuerloch, dann das riesengroße Steuerloch, was ja gar nicht so groß ist, hier stopfen. Also man hat ja nichts anderes vor, als beim Bürgergeld und bei der Rente zu sparen. Ja, meine Damen und Herren, also da bin ich ja mal wirklich gespannt, wie das noch weitergehen soll. Ich bin der Meinung, dass wir gerade nicht bei Rentnerinnen und Rentnern, bei unseren 21 Millionen Altersruheständlern sparen sollten, sondern dass wir dort letzten Endes auch noch mehr Geld ausgeben, dass die Leute mehr Geld haben, dass sie mehr in den Konsum reingehen können, dass sie unseren Staat sozusagen und die Wirtschaft mit fördern und stützen, dass sie einkaufen gehen können, dass sie auch essen gehen können, dass sie sich was leisten können. Muss man sich mal überlegen. 21 Millionen Menschen, das sind 25% unserer gesamten Bevölkerung, die sollen jetzt weniger Rente kriegen. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Und deshalb kann ich nur sagen, Hände weg von der gesetzlichen Rente. Aufhören, hören Sie bitte auf, Ampelregierung, an der gesetzlichen Rente zu kürzen, sondern kürzen Sie da an Ausgaben, wo es nicht notwendig ist. Zum Beispiel auch, es tut mir ganz ehrlich gesagt leid, ich bin in Ostdeutschland groß geworden, dort sozialisiert. Ich bin gegen den Krieg in der Ukraine, völlig klar. Aber es kann nicht sein, dass wir als deutsche Steuerzahler auch noch jede Patrone und jede Kanonenkugel und jede Rakete, die dorthin finanzieren, die in die Ukraine geht, das muss aufhören. Die Ukraine muss endlich auch begreifen, auch der Herr Selenskyj muss das begreifen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Zumindest nicht auf Kosten der Deutschen. Wir haben schon genug gezahlt. Ich habe die neuesten Zahlen mal gehört von der Frau von der Leyen. Angeblich hat die EU insgesamt schon über 100 Milliarden Euro an Steuergeld in die Ukraine transferiert, meine Damen und Herren.
Das ist natürlich nicht alles Waffengeld, das ist ganz klar, sondern auch humanitäre Hilfe und so weiter, die auch sicherlich bitter dringend notwendig ist. Aber es kann nicht sein, dass wir hier im Grunde genommen in Deutschland dafür bluten, dass andere Krieg führen. Eigenartigerweise, das muss ich auch noch dazu sagen, hat ja die Frau Bundesaußenministerin Baerbock sich im Fernsehen hingestellt und hat gesagt, im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel und in Palästina, dort müssen sich bitte die Menschen oder die Kriegsparteien an einen Tisch setzen und verhandeln. Das hat sie gefordert, öffentlich im Fernsehen. Aber Gleiches fordert sie für die Ukraine nicht. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wo der Hintergrund des einen Krieges und des anderen Krieges ist. In Palästina und in Israel sterben jeden Tag Menschen und in der Ukraine auch. Und wo ist eigentlich das Problem zu sagen, dass wir jetzt endlich mal auch in der Ukraine uns an einen Tisch setzen mit den Russen und verhandeln, dass dieser Krieg aufhört, dass das Elend dort aufhört, dass die Menschen nicht mehr vergewaltigt werden, die Frauen nicht vergewaltigt werden, die Kinder nicht getötet werden. Es muss doch alles aufhören. Es muss aufhören, dass es und vor allen Dingen, es muss aufhören, dass wir als Deutsche das alles noch mitbezahlen. Das stößt im Grunde genommen auch in Ostdeutschland auf großes Unverständnis und deswegen kann ich Ihnen nur so viel sagen, ist es kein Wunder, dass die FDP in den Landtagswahlen Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen nach den Prognosen, nach den Wahlumfragen, die Anfang August 2024 gestellt worden sind, gar nicht mehr erscheint. Also die sind überhaupt nicht mehr existent dort. Und dass die SPD dort auch völlig abstürzt und die Grünen auch richtig eine eingeschenkt kriegen. Ich bin gespannt, ob dann nach den Landtagswahlen die Ampelregierung überhaupt noch bestehen bleibt. Ich kann nur hoffen, dass die Ampelregierung dann ein Einsehen mit uns hat und aufhört zu regieren und dass es Neuwahlen gibt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es dann so, wie der Herr Lindner mal gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Ja, meine Damen und Herren, und das kann alles nicht. Alles nicht zu Lasten von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern gehen, die in Deutschland dafür herhalten sollen und bestraft werden, dass hier Gelder ausgegeben werden, die an anderer Stelle locker gespart werden könnten und wo es dann gar keine Probleme gibt. Ich habe noch eine Idee für alle, die dieses Video hören. Wie wäre es denn mit einer Einführung einer Vermögenssteuer? Nach seriösen Schätzungen könnten wir pro Jahr von den Superreichen, ja, in Deutschland, die sich nicht solidarisch mit unserem Land zeigen, könnten wir locker 80 bis 90 Milliarden Euro an Einnahmen generieren über eine Vermögensteuer. Aber das blockiert natürlich die FDP auch, meine Damen und Herren. Also haben wir das Dilemma beim Bürgergeld und bei den Rentnerinnen und Rentnern soll gespart werden. Und das ist ein totaler Witz. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.